Moinsen und herzlich willkommen zum neuen Wanderabenteuer. Ja, wir sind mal wieder auf Teneriffa. Und zwar gehen wir heute in die Ventanas de Güímar, die Fenster von Güímar. Und zwar ist das ein Bewässerungskanal, der hier hinter dem Hügel am Berg längs führt. Wir müssen jetzt einmal noch hier ganz hoch und dann sollte es eigentlich losgehen. Ich bin jetzt schon komplett durchgebraten von der Sonne. Oh, jetzt sind wir hier bei der zweiten Antenne. Hier geht es noch weiter geradeaus. Und hier ist auch erstmal Plateau hier. Alter, ich bin jetzt schon gut kaputt. Aber ich glaube, mir steckt auch gestern noch in den Knochen. Ich war bei so einem versteckten Strand im Anaga-Gebirge. Video gibt's hier. Und das war fordernder, als ich dachte. Ah, was haben wir hier? Okay, das heißt, glaube ich, ab hier wird's cool. Gucken wir mal. So, den werden wir jetzt folgen bis zum Ende. Auf jeden Fall ist das jetzt unser Anhaltspunkt. Das heißt, diesmal schaffen wir es hoffentlich, den Weg nicht zu verlieren. Hier mal nochmal den heftigen Ausblick. Das ist schon gut. Der Weg ist eigentlich gesperrt, weil die Kanaldeckel, die man hier sieht, sehr brüchig und teilweise bereits eingebrochen sind. Außerdem herrscht an manchen Stellen Steinschlaggefahr. Eine Instandhaltung an diesen Hängen wäre zu aufwendig, also gibt es stattdessen Verbotsschilder. Ah, ist schon schön. Hier die ganze Zeit im Schatten. Der Weg sieht mega geil aus. Guck dir den Löwenzahn an. So, und das Besondere hier, also das an sich hier so an der Kante, ist ja schon geil. Aber das heißt ja nicht umsonst die Fenster von Güímar. Hier kommen gleich eine Menge Tunnel, ich glaube es sind 10. Und bei vielen davon sind dann halt so Steinfenster quasi, also einfach Löcher in der Wand. Oh, und hier kommen wir gleich zum ersten Highlight. Hier liegt einfach ein Bagger. Da habe ich auch schon drüber gelesen. Der ist anscheinend bei Bauarbeiten von da oben runtergefallen und konnten sie halt nicht bergen. Deswegen haben sie ihn hier, ich glaube, sie haben ihn sogar befestigt. Ja, haben ihn hier abgespannt, dass er nicht weiter abrutscht. Und jetzt liegt er hier. Ist schon geil. Oh, was ist hier? Ach, und hier beginnt auch unser erster Tunnel. Jawohl! Nice! Diese Tunnel wurden im 19. Jahrhundert in den Fels geschlagen, um das Wasser von den sogenannten Galerias ins Hinterland zu leiten. Auf Teneriffa gibt es nämlich kaum Flüsse oder natürliche Quellen. Fast das gesamte Wasser kommt aus diesen Galerias oder auch Trinkwasserstollen. Hierzu werden riesige Tunnel in die Berge gebohrt und durch das Vulkangestein an der Oberfläche sickert Regen und Kondenswasser in diese Stollen hinab. Inzwischen gibt es über 1000 solcher Stollen auf Teneriffa. Dort wird es gesammelt und durch diese Kanäle verteilt. Und das war's. Geil. Puh, ist richtig schön kalt da drin. Also irgendwie 15 Grad oder so. 210 Meter ist er lang. Erster Tunnel, check. Teilweise auch ganz schön eingewachsen.
liebe das ja, wenn die Wege so eng sind. Ne? Dann gehst du erstmal eine halbe Stunde irgendwo durch und kommst wieder raus aus dem Dickicht und auf einmal bist du ganz woanders. Apropos, Tunnel Numero 2. Dost, meine ich. Dost. Okay, der ist ein bisschen kürzer als der letzte, glaube ich. Aber auch sehr flach. Weiß nicht, kann man das sehen? So fresh ist das hier. Ich sehe aus wie Grantelbart. Give me a cookie. Numero dos. So, und gleich sieht alles anders aus. Oh. Ich glaube, hier schließt sich direkt der dritte an. Jawohl. Oh, ich glaube, hier haben wir das erste. Veneta. Yo. Der Tunnel geht da weiter. Aber hier gucken wir mal raus. Oh, ja, geilo. Ah. Diese Fenster wurden übrigens nicht zur Beleuchtung in den Fels geschlagen. Vielmehr hat man hier einfach das abgetragene Material aus dem Tunnelbau runter ins Tal geworfen. Über die Strecke gibt es ungefähr 100 dieser Aussparungen. Der Beiname Mille Venetas, also 1000 Fenster, übertreibt minimal. Kommt man auf jeden Fall sehr gut voran. Ich bin auch mal gespannt, wo die gefährlichen Stellen kommen. Weil hier an sich ist ja alles nichts los. Also ja, hier ist der Weg ist natürlich nicht so breit. Aber ist jetzt nicht so, dass das hier alles loses Geröll ist oder so. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber ist ja mega geil. Okay. Ah, guck mal hier. Oh ja. Der hat auf jeden Fall bisher den krassesten Ausblick hier, der Tunnel. Boah, das sieht so krass aus, auch weil da noch so viel Fels oben drüber ist. Richtig wie so ein antikes Bauwerk. Sehr, sehr geil.
Okay, noch mal ein letzter Blick. Für uns war es das jetzt aber hier mit Fenstern, denn hier vorne gabelt sich der Weg. Genau, hier gabelt sich der Weg und wir folgen jetzt dem Kanal. Also wieder Höhlenforscherlampe auf und rein. Jetzt auch wieder richtig schmal. Uiuiui. Oh fuck. Okay, das ist der Flachsinn, ist jetzt komplett fast auf den Knien. Ein bisschen kalt geworden. Das war ein langer Tunnel. Und hier sind wir wieder draußen. Und so geht's dann eigentlich immer weiter. Enge Tunnel, verwachsene Wege und schöne Aussichten. Bis dann schließlich der Kanal in einen Fichtenwald übergeht. Kurz danach kann man den Kamm nach Guima absteigen. So, und hier verlassen wir jetzt auch den Kanal und steigen über den Pass hier nach unten ins Dorf ab. Genau, es ist keine Rundtour. Ich habe mein Auto jetzt hier unten geparkt und mich da vorne hinbringen lassen. Ich finde es trotzdem geil hier noch durch den Kiefernwald. Wer will, kann aber natürlich vorne bei den Venetas, bei dem Rondel einmal gucken, Fotos machen und wieder umdrehen. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Weg schon kanntet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.